Nun aber starten wir, und es ist schön, dürfen wir auch an dieser zweiten Mobilitätskonferenz Bundesrätin Simonetta Sommaruga hier begrüßen, die die Tagung jetzt offiziell eröffnen wird. Danke, dass Sie da sind, Frau Bundesrätin. Die Bühne gehört Ihnen. Herzlichen Applaus, Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Bitte. Ja, sehr verehrte Anwesende, sehr geschätzte Online-Zugeschaltete, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Kantonen, Gemeinden und Fachorganisationen, liebe Frau Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter von Liechtenstein, geschätzte Vertreter der Botschaft von Finnland. Sie werden heute über den Wandel in der Mobilität sprechen und dabei haben Sie und ich einige Etappen des Wandels selber miterlebt. Viele Fahrzeuge von früher sind Geschichte. Das Ciao zum Beispiel, das war in meiner Jugend der Inbegriff für Dolce Vita auf zwei Rädern und auch für Tempo. Und oft war dieses Kulttöffli der 70er und 80er Jahre besser frisiert als der Besitzer oder die Besitzerin. Ja, ich glaube, Helmpflicht gab es damals auch noch nicht, aber da bin ich gar nicht mehr ganz sicher. Andere Verkehrsmittel nutzen wir noch heute und nicht wenige davon zeugen von der Pionierrolle, die die Schweiz im Verkehr hat. Wir haben die erste Bergbahn Europas gebaut, die Fitznau-Riggibahn, an deren 150 Jahre Jubiläum ich in diesem Frühjahr teilnehmen konnte. Die Schweiz hatte bei der Elektrifizierung der Eisenbahn eine Loklänge Vorsprung. Sie hat die Bahn rasch, weitgehend elektrifiziert. Andere Staaten, auch europäische Staaten, sind noch bis heute dran. Auch die NEAT ist eine Pioniertat der Schweiz. Mit der Eröffnung des Gennari letztes Jahr ist die NEAT vollendet. Aber nicht nur die Mobilität hat sich über die Jahrzehnte gewandelt, sondern auch mein Departement. Zum Verkehr kamen Energie und Umwelt hinzu. Und heute sind 7 Ämter unter einem Dach. 6 davon befassen sich mit dem Thema Mobilität. Sie sind hier vertreten und das illustriert, Mobilität ist umfasst längstens viel mehr als nur Verkehr. Wir betrachten heute Mobilität natürlich auch besonders im Kontext des Klimawandels. Die Dekarbonisierung, gerade des Verkehrs, ist eine Tatsache. Das wurde auch an der Weltklimakonferenz in Glasgow klar. Selbst nachdem Indien und China den Text ganz am Schluss, den Text zum Kohleausstieg und zum Ende der Subventionierung von Öl und Gas noch abgeschwächt hatten, blieb ganz klar, die Dekarbonisierung ist beschlossen. Wir haben für diesen Planeten gar keine andere Wahl. Gleichzeitig ist diese Transformation eine Jahrhundertaufgabe. Der Wandel betrifft uns alle, jeden Einzelnen von uns. Es ist deshalb eine Aufgabe, die nicht nur die Wirtschaft, sondern die ganze Gesellschaft betrifft. Es ist eine gesellschaftliche Transformation. Und deshalb müssen wir die Menschen mitnehmen. Wir, die Politik, zusammen mit der Wissenschaft und der Wirtschaft, wir müssen den Menschen aufzeigen, wie dieser Wandel funktioniert und dass er machbar ist. Dass auch ohne Kohle, ohne Öl und Gas weiterhin die Energie verfügbar ist, die wir brauchen. Die Schweiz ist stark vom Ausland abhängig. Sie bezieht heute 3/4 ihrer Energie aus dem Ausland. Wenn wir im Zuge der Dekarbonisierung unsere Mobilität klimafreundlich ausgestalten, dann wird sie auf der einen Seite effizienter und gleichzeitig führt uns das auch etwas aus dieser massiven Auslandabhängigkeit. Das gemeinsam zu entwickeln und aufzuzeigen, das ist unsere Aufgabe, heute, aber auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Denn richtig ist, die Klimakrise verlangt eine rasche Dekarbonisierung und gleichzeitig wissen wir, dass man diese wohl tiefgreifendste wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderung seit der Industrialisierung nicht in wenigen Jahren hinkriegt. Umso wichtiger ist es, dass wir schrittweise vorgehen.
stets ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Das gilt ganz besonders für die Schweiz, für eine direkte Demokratie, wo ein schrittweises Vorgehen das erfolgversprechendste Modell ist und wo man auch dafür nach Rückschlägen wieder vorwärts machen kann. Im letzten Juni hat die Bevölkerung die Totalrevision des CO2-Gesetzes abgelehnt. Gestern hat die Mehrheit im Kanton Zürich eine Vorlage angenommen, die die Dekarbonisierung im Gebäudebereich, und der Gebäudebereich liegt ja in der Zuständigkeit der Kantone, diese Dekarbonisierung im Gebäudebereich voranbringt. Und so funktioniert die Schweiz, Schritt für Schritt und dank dem föderalen System auch mit konkreten Schritten in den Kantonen. Wenn es um die Dekarbonisierung im Verkehr und um die Veränderungen in der Mobilität geht, werden auch in meinem Departement ganz konkrete Projekte jetzt vorbereitet oder sind zum Teil bereits in Umsetzung. Und ich möchte Ihnen heute gerne einen Einblick dazu geben und ich glaube, damit kann ich auch gleich aufzeigen, wie gut die Schweiz heute aufgestellt ist, um diesen Weg zu gehen, wie viel Infrastruktur, wie viel Technologie, wie viel Innovation in unserem Land vorhanden ist. Nutzen wir diese besonders gute Ausgangslage. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt befasst sich mit der Frage, wie der Flugverkehr klimafreundlicher werden kann. Ein Fokus liegt dabei auf der Förderung von synthetischem Kerosin. Vor kurzem habe ich die CO2-Filteranlage von Climeworks in Hinwil besucht, einem Schweizer Unternehmen. Dort wird CO2 der Umgebungsluft entzogen und industriell weiterverwertet. Mit Wasserstoff kombiniert kann synthetischer Treibstoff hergestellt werden. Bei diesem Besuch waren auch Vertreter von Synhelion dabei. Diese Firma hat eine Technologie entwickelt, mit der aus Sonnenlicht und Luft klimafreundlicher Treibstoff hergestellt werden kann. Er bringt Flugzeuge mit der Kraft der Sonne zum Fliegen. Das ist klima- und wirtschaftspolitisch interessant. Denn damit wird eine Alternative für das klimaschädliche Kerosin entwickelt. Die Technologie kann außerdem exportiert werden, weil solche Innovationen sind weltweit gefragt. Dekarbonisierung gelingt nicht ohne Innovation. Wichtig ist aber auch, falsche Anreize zu beseitigen. Nehmen wir das steuerliche Privileg für schmutzige Dieselbusse. Das wollen wir mit dem CO2-Gesetz, das der Bundesrat demnächst beschließt, aufheben und mit dem Geld die Anschaffung von Elektrobussen unterstützen. Das Thema wird im Bundesamt für Verkehr vorbereitet. Klimapolitisch von größter Bedeutung ist aber auch die Verlagerung der Güter von der Straße auf die Schiene. Der Anteil der Schiene beim grenzüberschreitenden Güterverkehr durch die Alpen ist im letzten Jahr auf den höchsten Stand seit 25 Jahren gestiegen. 3/4 dieser Güter werden auf der Schiene transportiert. Das ist europaweit oder vermutlich weltweit einsame Spitze. Und trotzdem verfehlen wir das ehrgeizige Ziel, das die Bevölkerung mit dem Ja zur Alpeninitiative gesteckt hat. Dieses Ziel soll uns Ansporn bleiben, weiterzumachen und mehr zu tun, zum Beispiel den CO2-Ausstoß bei der Neuorientierung der LSVA mit einzubeziehen und auch den Binnengüterverkehr mit den richtigen Anreizen noch vermehrt von der Straße auf die Schiene zu bringen. Auch das Bundesamt für Straßen befasst sich intensiv mit der Dekarbonisierung und dem Klimaschutz. Der Trend bei den Neuzulassungen von Personenwagen ist unübersehbar und für viele auch überraschend. Noch Ende 2018 einigte man sich in der Roadmap Elektromobilität auf einen Steckeranteil von 15% bis im Jahr 2022 bei den Neuwagen. Und man dachte damals, das sei ein ehrgeiziges Ziel. Heute, und wir sind noch nicht einmal im 2022 angekommen, heute ist das Ziel bei weitem übererfüllt und die Entwicklung geht rasant weiter. Allerdings wirkt sich diese Entwicklung in der Kasse der Mineralölsteuern aus. Das heißt, die Einnahmen sinken. Und damit fehlt uns langfristig das Geld, um die Nationalstraßen in Schuss zu behalten und die kantonalen und kommunalen Agglomerationsprojekte zu unterstützen.
Wir arbeiten deshalb an einem Konzept für den Ersatz der Mineralölsteuer. Diese Ersatzabgabe soll die Mineralölsteuer 1:1 ersetzen und nicht zu Mehreinnahmen führen. Was offensichtlich ist, die Elektromobilität braucht Strom. Und deshalb zeigt sich gerade hier, was ich eingangs erwähnt habe, wir müssten der Bevölkerung aufzeigen, dass die Dekarbonisierung zu mehr Effizienz führt und dass die dafür notwendige Energie tatsächlich auch vorhanden ist. Wichtig ist hier das Gesetz, welches das Bundesamt für Energie vorbereitet und das der Bundesrat im letzten Juni bereits verabschiedet hat. Das Gesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Es wird jetzt im Moment im Parlament beraten. Wir brauchen für die Versorgungssicherheit mehr Strom, bedeutend mehr Strom, vor allem im Winter. Deshalb schlägt der Bundesrat ein Pflichtlager für Winterstrom vor. Und wenn das Parlament diese Vorlage zügig behandelt, dann haben wir ab 2025 bereits mit dem Pflichtlager sehr rasch eine Sicherheit für allfällige Engpässe im Winter. Eine zusätzliche Finanzierung von Energie speziell für die Wintersession ist im Gesetz ebenfalls vorgesehen. Für eine klimafreundliche Mobilität braucht es geeignete raum- und verkehrsplanerische Grundlagen, für die das Bundesamt für Raumentwicklung, das ARE, zuständig ist. Im September konnten wir gemeinsam mit kantonalen und regionalen Vertretern ein verkehrspolitisch wichtiges Zeichen setzen. Wir haben Staatsebene übergreifend eine Erklärung unterzeichnet, die zum Ziel hat, Verkehrsdrehscheiben zu fördern. Mit diesen Drehscheiben optimieren wir die Übergänge zwischen den lokalen und den regionalen Verkehrsnetzen sowie zwischen Nationalstraßen und dem öffentlichen Verkehr. Mit klugen raumplanerischen Maßnahmen verbinden wir Stadt und Land besser und sorgen für kürzere Wege. Das dient dem Zusammenhalt in unserem Land, aber natürlich auch einer intelligenten Verkehrspolitik. Und zudem arbeitet das ARE mit Hochdruck an einer Vorlage, die raschere Bewilligungsverfahren für den Ausbau erneuerbarer Energie möglich macht. Unsere Prozesse bei den Bewilligungsverfahren sind kompliziert, schwerfällig, auch ineffizient. Ende Januar kommen wir mit einer Vorlage zur Beschleunigung. Wichtige Weichen für den Klimaschutz generell und eine klimafreundliche Mobilität werden natürlich im Bundesamt für Umwelt gestellt. Es hat ein neues Klimaschutzgesetz ausgearbeitet. Die Vorlage kommt demnächst in den Bundesrat und geht nachher in die Vernehmlassung. Im Mobilitätsbereich soll namentlich der Ausbau der Infrastruktur für Elektroautos gefördert werden. Meine Damen und Herren, Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und die Politik, alle sind gefordert, ihren Beitrag für diese Jahrhunderttransformation zu leisten. Dabei geht es um die richtigen Rahmenbedingungen, um Anreize, um Investitionen und auch darum, Fehlinvestitionen zu verhindern. Die Dekarbonisierung bleibt auch in den kommenden Jahren das Megathema im Bereich der Mobilität. Und gleichzeitig geben uns die neuesten Verkehrsperspektiven 2050 auch eine Vorstellung davon, wie sich der Verkehr künftig entwickeln könnte. Sicher ist, dass er auch in Zukunft wächst, aufgrund gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Trends, also zum Beispiel aufgrund der Zunahme von Homeoffice, aufgrund der Urbanisierung oder auch der demografischen Entwicklung, wächst der Verkehr aber weniger stark als die Bevölkerung. Vorausgesetzt, wir setzen die bestehende Verkehrs- und Raumplanung konsequent um, entwickeln Siedlungen gegen innen, erschließen sie gut durch den öffentlichen Verkehr und ergänzen sie durch weitere verkehrspolitische Maßnahmen. Meine Damen und Herren, wir sind auf dem Weg hin zu einer klimafreundlichen Mobilität, aber wir sind längst nicht am Ziel. Auch wenn wir auf viel Gutes aufbauen können, wir müssten auch vieles neu denken. Und dazu sind Sie heute da und ich bin gespannt auf die Bilanz der heutigen Konferenz. Ich danke Ihnen für Ihr Mitdenken, für Ihr Mitgestalten und dann auch Ihr Mithandeln. Herzlichen Dank und eine gute Tagung wünsche ich Ihnen. Merci. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für diese ermutigenden Worte, Frau Sommaruga. Sie haben hier ein bisschen wie quasi alle Aufgaben, die auf uns warten, schön dargelegt, aber auch alle Herausforderungen. Was wünschen Sie sich, wir werden ja heute den ganzen Tag darüber sprechen, was man eben machen kann. Wenn Sie sich ein Fazit heute Abend wünschen könnten, das heute entsteht, was würden Sie sich wünschen? Was für ein Fazit sollten wir heute ziehen nach dieser Tagung? Ich denke, es ist ja für die Bevölkerung zum Teil schwierig, sich vorzustellen, wir werden im Jahr 2050, wenn wir das Netto-Null-Ziel erreicht haben, nicht mehr mit Öl heizen, nicht mehr mit Kerosin fliegen und nicht mehr mit Benzin fahren. Und sich das vorzustellen, wie das möglich ist, wie das dann aussieht, wie das dann funktioniert und wie der Weg dahin aussieht, ich glaube, da ist es wichtig, dass wir der Bevölkerung aufzeigen, wie diese Lösungen konkret aussehen können und sie zu begleiten auf diesem Weg. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie wirklich auch mithelfen mit Ihren Überlegungen, mit Ihren Ideen, mit Ihren Vorstellungen, möglichst rasch auch diese Fragen zu konkretisieren, weil ich denke, das ist für die Bevölkerung ganz wichtig, damit sie nicht plötzlich zurückfallen und denken, ja, wird das überhaupt geben und die Dekarbonisierung, funktioniert das überhaupt, dass wir ihnen diese Zuversicht und diesen Mut geben können und zusammen dann mit der Politik auch die Rahmenbedingungen setzen. Das, glaube ich, ist das Größte, was wir erreichen können, aber es ist auch unsere Aufgabe. Und wir werden heute den ganzen Tag dazu Gelegenheit haben. Vielen Dank. Noch eine kurze letzte Frage. Es hat mich neugierig gemacht. Es gab ja diese Glaubensfrage in unserer Jugend. Puch oder Ciao? Sie haben von einem Motorrad gesprochen. Was hatten Sie, ein Puch oder ein Ciao? Ich hatte ein Puch. Aber fragen Sie mich nicht, warum. Es war irgendwie im Aargau im Freiamt fuhr man Puch. Genau, das war im Berner Seeland auch so. Vielen herzlichen Dank, Frau Sommaruga. Dankeschön. Merci.